weil ich an dem Speer da unten jetzt gerade nicht vorbeikomme. Nächste Runde haben die garantiert mit Zack Power. Ich habe leider nicht auf Sascha gewechselt, sonst hätte ich es jetzt noch verhindern können. Aber ich werde trotzdem hier mal durchbrechen. Bomber brauche ich jetzt dafür. Ich schieße das Teil jetzt zumindest schon mal an. Nächste Runde mit keiner Flak-Einheit daran, weil die kann ich immer noch schön kaputt machen. So. Talkie Ende. Flak-Einheiten sind also erstmal wichtiger, dass die kaputt gehen. Den Flughafen hier erstmal blockieren. So. Spaß aber noch einen Megatank bauen. Aber ein Neotank bringt es da jetzt, glaube ich, mehr. So. Nächste Frage: Wie weit kommt das Teil? Zu weit leider. Irgendwie kriege ich das schon noch hin. Ich glaube, ich habe selten so lang für diese Mission gebraucht. Und wer fängt die Gabe an? Verdammt, das ist sogar Zack. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da kommt noch 1, 2, 3, 4, 5 Felder. Weiter kommt der mit dem nicht. Shake da, weiß ich, kann hier sogar noch einen Neotank bauen. Ein Shake habe ich ja das, den Skill gegeben für weniger Geldkosten. So. Die machen jetzt nämlich ihre Tank Power einiges kaputt. Ja, das wirst du jetzt höchstwahrscheinlich sogar machen. Das wird jetzt nochmal reinhauen. Da brauche ich nicht nachschauen. Das wird auch wehtun. Da wurde mir ganz schön meine Kopter kaputt. Das ist aber interessant, dass er mit der Flak lieber die Infanterie kaputt macht. Also gut, Hockey kommt da höchstwahrscheinlich nicht mehr durch.
Ich kann noch so viel Schaden wie möglich verursachen. Vor allem so ein ganz klein wenig den Weg freiräumen für die anderen. Mit denen da oben ein bisschen den Weg blockieren. Das Ding hält 72 aus, okay. Vielleicht wird es ein bisschen weniger. 60 mache ich da drauf. Okay, ich könnte das Ganze auf 66% erhöhen. Das mache ich auch gleich. Mal wieder extrem geschwächt. So, Jagdpanzer kann ich hier weg. Speer schießt mir auch weg. Ich hätte vorher noch das Teil reparieren sollen. Was ist los mit mir? Ich kann gerade nicht spielen. Wie mir scheint. Und ich lasse Sascha dann den Killing Blow machen, wenn es kein anderer jetzt schafft. Die kommen leider um ein Feld nicht mehr hin mit der... dem Flak. Mit dem Bomber geht's in zwei Felder nicht. Na dann. So viel kaputt machen, wie es irgendwie geht. Irgendwie die Einheiten noch näher ranrücken. Die haben da eh nicht mehr viel in der Mitte, mit dem sie mich aufhalten können. Gewonnen wird das Ganze ist wahrscheinlich eh von Colin und Sascha jetzt. Ich könnte es ja jetzt eigentlich auch mit Hawkey beenden. Er hätte jetzt auch die Möglichkeit dazu. Aber ich glaube, mit Colin und Sascha habe ich ein besseres Technikverhältnis. Aber das hier können wir nur mal reinhauen. Einfach nochmal, weil es lustig ist. Ich weiß jetzt nicht, ob Colin und Sascha einen richtig Powerscore haben, aber ich glaube, da könnte ich da oben sogar fast für sorgen. Ja, ich glaube, das lässt sich einrichten. Weil dann werde ich jetzt mit Hawkey das Ganze beenden. So. Bisschen mehr Power kann jetzt nicht schaden, weil wenn wir jetzt schon irgendwie versuchen wollen, die Power-Score zu vervollständigen, dann könnte jedes bisschen extra Kraft nicht schaden. 86%, das ist sehr riskant. Aber das Beste, was ich habe. Ah, das war jetzt klar, dass der mit einem HP überlebt.
Ding kaputt. Du reißt jetzt hoffentlich für den da. Haben wir zumindest drei Einheiten geschrottet. Du kannst hier noch ein bisschen draufhauen, weil du es lustig findest oder so. Hätte dir sogar noch fast gereicht. So. Und da haben wir gewonnen. No, it can't be. There is nothing we can do for now. Oh. Then we must flee. We will not forget this, fools. Yes, we shattered the Black Obelisk. The Allied forces are victorious. And that means the Black Hole Army is done for too. That thing can't leech any more out of... that thing can't leech any more of our land's energy, right? Yep, thanks to all of you, Amigoland is safe. Come on everyone, let's go home. I think we all deserve a hot meal and soft warm beds. Word. So, die schwerste Mission haben wir geschafft. Das überrascht mich jetzt am meisten, dass Speed hier noch um 100 Punkte war. Ehrlich, ich hätte eigentlich gedacht, alles andere wäre noch recht gut, aber wieso Speed noch? Hat das so ein weitläufiges Zeitlimit? Say something clever, Colin. Don't mess with the best. Oh, that was lame. Auf jeden Fall gab es einen Haufen Erfahrungspunkte für die beteiligten Co's. Weil es einfach 6 waren. Listen up everyone, thank you so much for all of your hard work and sacrifices. We owe our victory to the efforts of each and every one of you. It may not be much, but this fest is our way of saying thanks. Have fun! Excuse me, Rachel, could you tell me where my seat is? Sure, you see this? Oh, it's down there next to Grimm. Oh, yes, right. Grimm? Who's that? Huh? How did you forget him? He's a yellow comet coach, just like you. Oh, of course he is. I remember now. Grimm? Grimm? Ahem, now that our rivers are running clear and cleaner again, please raise our glasses of Omegaland's best water and toast of peace. Cheers! Bring me more food. Can't you see I'm wasting away here? Excuse me, have you seen my sister? What? Oh, hey, Colin. Come here and sit down, boy. I got some things to teach you about being a commanding officer. Me? But I'm looking for my sister. Shut your upper and sit. That's for your first problem. It's the whole bit of a butt thing. A real commanding officer should. What am I going to do with him? Why could he have run off but to now? Sup, Sasha? Hello, Jake. Congratulations on the victory. Yeah, nothing can stop our crew when we're rolling together. We regulated the Black Obelisk and saved Omegaland. People are already saying that some plants and stuff are growing back. Really? That's wonderful. Yeah, no doubt. One day, my hometown will be back to the way it was before and all started. So you should come and check it out sometime. The view from the hilltop is pretty hot. It sounds lovely. I'd love to visit. Well, that's quite a plate of food you've got there, Jake. Oh yeah, I think I was supposed to be bringing this to Max. It's about time we had a break. I mean, a man's gotta eat. Ah, this orange star lobster fish is filled with delicious. It has the wonderful aroma of, and each bite of is juicy and plumpness. It's a true treat for my tasty buds. I heard Green Earth has some good grub. I'm gonna have to go on a taste testing holiday for these days. Yes, you must come and visit the warmth of my castle home. The sausage of Green Earth explodes with flavor like the cannon of culinary delight. Oh, and the hams of Chess Village taste of pigs as if from a glorious swine heaven. Slow down, Lash. You don't have to take so much at once. No one's going to steal it from you. Step off, I'm not sharing, got it?
Just be honest, you guys still hate us, I can't tell. That's all in the past. Now listen, you've got food all over your face, it's really not good. This is a good opportunity for me to teach you some table manners, okay? Huh? Your cycle lady. You don't have to be shy. Come on, come over here with me. Let's start with the correct way to hold knife and fork. And let me tell you, you're not going to escape me today. Haki! Haki! Help! Sup, Haki? Where are you headed? I dislike social events. Your name is Jake, is it not? Yeah. So, Jake, why do you fight? To protect our home from evil dudes that wanna turn it into scorched earth. Someone has to look out for the people that live here. There. I see. And to that end, is there some burden you feel you must shoulder? Huh? It was a foolish question. Forget it. Hold up, dude. Everyone's having a good time. Aren't you going to hang out? I doubt I will be welcome. Am I a black hole officer? I am a black hole officer, remember? My presence would only dampen everyone's spirits. Nah, man. This party is for everyone. Very well. I think I will join you. Rock!